Hallo und herzlich willkommen hier bei Tenno TV. Mein Name ist Mario und ich habe heute mal wieder ein Gewinnspiel für euch, was euch vielleicht dabei hilft, ein bisschen die Langeweile zu vergessen, die ihr vielleicht in diesen düsteren, wenn auch sonnigen Zeiten verspürt. Denn ja, es ist im Moment alles etwas schwierig in der Tat und dieses Gewinnspiel sollte eigentlich auch schon vor ein paar Wochen kommen. Ich habe es wegen Corona und dem ganzen Drama, was sich in den letzten Wochen angebahnt hat, was jetzt gerade relativ heftig eingeschlagen ist in Deutschland, es nicht geschafft, es vorher zu machen. Aber vielleicht habt ihr jetzt, wenn ihr nicht gerade so wie ich mit meiner Frau drei Kinder, deren Betreuung gerade ausfällt, betreuen müsst und nebenbei jeweils beide noch 8 Stunden am Tag arbeiten müssen, habt ihr vielleicht ein bisschen Zeit, weil ihr nicht mehr raus dürft, die ihr euch jetzt mit Leightons Mystery Journey, Catriel und die Verschwörung der Millionäre Deluxe, den Titel musste ich ablesen, beschäftigen könnt. Das Spiel ist ja schon eine Weile auf dem Markt für die Switch, ist einer der vielen Teile von Professor Layton, die es auf Nintendo-Systemen gibt, die ja durch ihre Rätsel, durch ihre mysteriösen Geschichten und das Abenteuer ausgezeichnet sind. Es geht ja immer darum, ein gewisses großes Mysterium zu lösen, was irgendwo unterwegs ist. Professor Layton mit seinem Helfer Luke, beziehungsweise hier entsprechend andere Charaktere. Da geht es darum, kleinere Rätsel zu lösen und so dem großen Mysterium immer weiter auf die Schliche zu kommen, um am Ende den Fall zu knacken. Und dieser Teil, die Deluxe-Version, die für die Switch erschienen ist, spielt ja in London und dreht sich um ein Mysterium, was sich um den Fluss Themse dreht. Und Mysterien an der Themse gibt es viele. Ich habe jetzt mal eins für euch, das ich auch vorlese, weil ich das total cool finde. Ein bisschen spooky, aber so müssen sie ja auch sein. Und ich bin mal gespannt, ob ihr das schon kanntet. Und zwar geht es um den Eisbär des Königs. 1252 schenkte der König von Norwegen dem britischen Herrscher Heinrich III. Einen Eisbären. Denn damals war es üblich, dass sich Monarchen untereinander solche ausgefallenen Geschenke machten. Der Eisbär wurde dann in einem Zoo gehalten. Die Fütterung fiel aber ungewöhnlich aus. So hatte eine Person den nicht ganz ungefährlichen Auftrag, den Bären regelmäßig an einer Leine bzw. Metallkette an die Themse zu bringen und ihn dann selbst seine Nahrung in Form von Fischen im Gewässer fangen zu lassen. Was wohl passiert wäre, wenn der Eisbär hätte entkommen wollen? Ich hoffe, das stimmt nicht, das ist tatsächlich ein falsches Mysterium, wobei es lange Jahre her ist. Ich weiß nicht, ob ich lieber wegen Corona zu Hause sitze oder wegen einem Eisbären, der frei rumläuft. Bin ich mir nicht so sicher, was besser ist. Allerdings ist das eines der vielen Mysterien rund um die Themse. Und worum es mir jetzt geht, ist, habt ihr andere? Kennt ihr andere? Vielleicht habt ihr selber schon mal was gelesen, habt euch mit dem Thema auseinandergesetzt. Spannende Geschichten, die vielleicht wahr sind, vielleicht auch nicht. Beschäftigt euch damit, setzt euch damit auseinander, schreibt ein Mysterium hier in die Kommentare. Ich hoffe, da kommen möglichst viele. Irgendeine spooky, gruselige Geschichte, die uns dann hoffentlich auch ein bisschen unterhält, weil nicht nur die, die mitmachen, tatsächlich was zu tun haben, indem sie recherchieren oder sich was ausdenken, sondern auch die, die lesen, damit ein bisschen abgelenkt sind und ein paar spannende, vielleicht auch gruselige Geschichten zu lesen bekommen. Ihr dann unter allen Einsendungen machen wir das, einmal das Spiel gewinnen können. Wenn ihr also das Spiel haben wollt, dann macht innerhalb von einer Woche, also bis nächste Woche Freitag, das müsste, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, der 27. März sein, könnt ihr hier drunter kommentieren und wir verlosen dann unter allen Einsendungen in Zusammenarbeit mit Nintendo einmal das Spiel und lassen euch das zukommen. Wenn ihr von dem Spiel noch gar nichts gehört habt, sei an dieser Stelle auch noch unser Videotest empfohlen, der schon vor ein paar Monaten erschienen ist. Julian hat das Spiel damals getestet. Ich verlinke das hier mal in dem kleinen i. Klickt einfach drauf, schaut es euch an, wenn ihr ein bisschen mehr zu dem Spiel wissen wollt. Vielleicht könnt ihr euch dort auch eine Inspiration für ein Mysterium holen. Ja, und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Mitmachen.
Ich habe ansonsten gar nichts mehr zum Loswerden, außer dass ich mich jetzt riesig freue, dass Animal Crossing endlich angekommen ist und ich jetzt endlich loslegen kann. Wir werden dann auch in den kommenden Tagen in die Berichterstattung einsteigen. Bei diesem Spiel, was ja doch etwas umfangreicher ist, sind wir dann hoffentlich nicht allzu viel zu spät dran für diejenigen, die es sich dann noch nicht gekauft haben. Darauf könnt ihr euch also freuen. Animal Crossing steht jetzt erstmal im Fokus. Und deshalb hören wir uns schon ganz bald wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Seid vorsichtig, bleibt gesund, bleibt zu Hause und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal, euer Mario.